Sie mussten zuletzt ein paar Hindernisse überwinden, ein paar Rückschläge verkraften. Doch aus dem Gegenwind ist Rückenwind geworden für die U19 der TSG. In erster Linie 3 Siege aus den letzten 4 Spielen. Das ist schon mal ein positiver Trend, der nach oben zeigt. Das ist wichtig für uns, wichtig für die Moral. Und in Summe sind wir kompakter. Tedescos junge Mannschaft macht zurzeit große Schritte nach vorn. Das belegen die Ergebnisse der vergangenen 4 Wochen und der Sprung in der Tabelle auf Platz 3. Diesen Weg will der Trainer mit seinem Team jetzt weitergehen. Es sind vielerlei Dinge, die wir verbessert haben, die wir immer wieder auch ansprechen. Unter anderem eine Flankensituation des Gegners, wie wir dann in der Box uns verhalten. Und natürlich auch kleinere Dinge, Kleinigkeiten, die wir geändert haben. Eine gewisse Seriosität, eine gewisse Cleverness auch nach einer Führung. Das sind schon so Themen, die wir im Lauf dieser letzten 4 Wochen verbessert haben. Den deutlichen Sieg am Samstag gegen Schlusslicht Stuttgarter Kickers weiß der Trainer einzuordnen. Dennoch, auch solche Spiele geben Sicherheit und Selbstvertrauen in einer Saison mit Höhen und Tiefen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, weil von Pflichtaufgabe zu sprechen ist schwierig bei uns, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, vor allem in dieser Liga, die sehr ausgeglichen ist. Aber es ist trotzdem immer eine große Gefahr, gegen solche Teams Konter zu fahren. Und von dem her ist das der Grund, warum wir ruhig geblieben sind, weil wir im ersten Durchgang zwar nur 1-1 gespielt haben, trotzdem, glaube ich, den Gegner 3-mal vors eigene Tor haben kommen lassen, also gar keine Konter zugelassen. Und klar, der Außenstehende sieht dann in der zweiten Halbzeit natürlich die 4 Tore. Trotzdem waren wir intern mit der ersten Halbzeit zufriedener als mit der zweiten, weil wir einfach im ersten Durchgang die Kontrolle hatten, diese Kontersituationen kontrolliert haben. Aber in Summe ist es natürlich schon so, klar, endlich mal ein hohes Ergebnis, endlich mal 5 Tore. Bei den Münchner Löwen am kommenden Samstag will die U19 dort anknüpfen und den Rückstand auf das Spitzenduo weiter verkürzen. In erster Linie geht es nicht darum, die hinteren Mannschaft auf Abstand zu halten, sondern die eigenen Abstände zur Spitze nicht zu verlieren und nicht zu groß werden zu lassen. Also wir wollen auf jeden Fall auf Tuchfühlung bleiben mit der Spitze, mit Augsburg, mit Lautern, um dann einfach in der Rückrunde voll da zu sein. Ja. Und die beginnt schon Anfang Dezember mit dem Derby daheim gegen den Karlsruher SC.